Also wir haben bei der Freundin die Freundin geschlagen, da waren die Hälfte. Beleidigungen waren auch alle gewesen. Erpressung finde ich auch viel. Also 8 von, wie viel haben wir jetzt gesagt? Ja, von 14 ist fast die Hälfte. Das ist über die Hälfte. Schlagen alle? Also alle von uns haben schon gesehen, wie ich Das ist doch normal. Das ist eigentlich schon normal. Das ist normal. Normal geworden. Ganz ehrlich. Leute, die halt so gewalttätig oder so sind, sind halt schon in der Überzahl und dadurch ist es halt eigentlich unmöglich, da noch irgendwas gegen zu ändern. Einfach dich nur wehren und dann ist gut. Und die, die jetzt so zum Beispiel halt so brav sind, sagen wir so, die kommen dagegen auch nicht mehr an. Wenn die zum Beispiel in Neukölln rumlaufen mit so Anzug, Mannzug, dann werden sie natürlich abgezogen. Wenn sie Kreuzberg so rumlaufen, auch. Moabit auch. Aber wenn sie jetzt so Steglitz und so rumlaufen, dann nicht. Nicht. Steglitz ist so ein Flächengegend. Das heißt, du hast Ecken in Berlin, wo du nicht hingehen kannst. Ja. Aber einmal kommt so ein Typ einfach, da wollte ich einfach schlagen. Ich weiß warum. Da kommt so zu mir und sagt, ey, du bist der ist da gerade. Und dann zieht er so seinen Schlagstock. Wie geht's dir dabei? Ich erlebe unheimlich oft, dass Jugendliche eine eigene Vorstellung von Recht haben und das sehr stark auslegen oder Fantasien haben zu bestimmten Bereichen. Also Notwehr nach 30 Sekunden zum Beispiel, dann darf ich immer noch zuschlagen, eine Beleidigung, dann darf ich auch zurückbeleidigen, sich dadurch oft in Schwierigkeiten bringen. Ich erlebe unheimlich oft in der Schule, in Mediationen oder in Krisensituationen, Konfliktsituationen, dass sie denken, aufgrund dieser verqueren Sicht von Recht gibt es keine Konsequenzen. Sie können machen, was sie wollen und sind ganz überrascht, wenn es dann Konsequenzen gibt. Sei es von der Schule, sei es über die Polizei irgendwie, was vorgefallen ist, weil andere Eltern sie vielleicht eventuell anzeigen. Und was oftmals nicht passiert ist, dass man überlegt, wie geht es dem Opfer dabei. Wenn man solche Geschichten wie Vergewaltigung hört, Mord und Totschlag hört, Koma, Ohrfeige auch vielleicht in der Schule. Ja, das kann auch schon ganz schlimm sein für den einen oder anderen. Und das sind alles die Folgen. Vor Gericht spielen die Aussage, jetzt spielen wir den Fall. Wir stehen vor ihm, er bedroht ihn mit dem Messer. Er kriegt es nicht mit, ich ziehe ihm die Kopfhörer raus, darf ich mal hier klatschen? Genau. Er durchsucht ihn, nimmt sein iPhone und wir rennen weg. Genau, richtig. Okay. Ey, das Messer. Ist ja krass. Ich will zeigen, was ich noch alles machen kann. Ja. Ey! Ja? Du gibst mir sofort dein Handy her. Ich geb dir mein Handy. Du gibst mir sofort dein Handy her. Du bleibst da stehen und wehe, du machst einen Schritt. Wo ist das Handy? Ah, so viel, du hast kein Handy, wa? Und jetzt weg mit dir, kein Polizei. Tut mir leid. Was glaubt ihr, wie lange dauert so ein Raubüberfall draußen auf der Straße? 20 Sekunden. Super. Das heißt, desto länger der Täter hier steht, desto höher ist sein Entdeckungsrisiko. Desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann sagt, oh, Alter, was machst du hier mit mir? Und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir einer was antut. Wenn man den Täter provoziert, ist das ganz klar, gibt das eine Reaktion. Weil der übt die Macht ja aus. Und jetzt kommt da so ein Hängehüsenträger und sagt, ey, Alter, hol dir dein Handy woanders, kriegst du nicht, wie auch immer. Fall ist wirklich passiert. Der Täter steht dem gegenüber und der labert mit dem. Und sagt, nee, mein Handy kriegst du nicht, bla bla bla. Der Täter wird voll mitmachen, sagt nur zu dem, damit du mich in guter Erinnerung behältst, nimmt das Messer und sticht ihn das ins Schulter-Eckgelenk. Schwer verletzt. Problem ist, der junge Mann bis heute, und wird es auch nie wieder können, kriegt den Arm nur bis in diese Höhe, wird keine Überkopfarbeit mehr machen, was da für Berufe einflöten gehen. Für was? Für so ein lächerliches Handy. Was ist ersetzbar? Das Handy, aber ein Leben. Handy, Geld, alles ersetzbar. Aber was nicht? Das Leben. Das Leben oder die Gesundheit, da muss man nachher wieder zusammengepflegt werden. Das ist unheimlich schwer, da rauszukommen, Leute. Was ist denn jetzt eigentlich so, also so grob gesagt, jetzt so verboten? Alles außer das Schweizer Taschenmesser, naja, ein Huttermesser und unter Umständen dieses Fahrtmesser, was hier womit sich, wie hieß er damals hier, der sich den Arm zuhiniert hat? Rambo, genau. Oh, Schlagringe oder sowas. Ach, Schlagringe ist recht, alle Waffen verboten nach dem Waffengesetz, insbesondere für euch. Es gibt einige Ausnahmen. Da darf ich zum Beispiel, wenn ich 18 bin, mir bestimmte Sachen kaufen, also erwerben. Ich darf sie aber in der Öffentlichkeit nicht führen. 50% der Leute in so einer Situation, die eine Waffe mitführen, machen was? Die benutzen das. Hol mal dein Messer bitte raus. Halt's mir mal vor nur. Was macht denn er gerade? Er bedroht dich. Es ist eine klassische Bedrohung. Darum Strafgesetzbuch. Überlegt mal, wie schnell ihr da reinkommt. Pack mal wieder weg.
Hat ihn sein Messer eigentlich in der Situation bis jetzt was genutzt? Nee, nicht, hat er noch mehr Stress wie vorher. Rätsch, herzlichen Dank, brauchen wir gar nicht mehr kommentieren. Mach mal, wie läuft. Diese Botschaft ist deswegen wichtig, also ich sag jetzt mal als Überschrift, keine Waffen, weil die Problematik daran besteht, dass sie mit wenig selber dazu tun, strafrechtlich relevant werden. Und wenn wir als Polizei natürlich dann Leute überprüfen und wir finden Waffen, dann begehen sie Straftaten. Und das ist eine echte Problematik. Und das sind einfach Sachen, die kann man sehr leicht verhindern. Und ohne Waffen zurechtzukommen, birgt natürlich dann auch die Gewissheit, dass ich nicht Gegengewalt ausübe, dass ich Waffen nicht benutze, dass ich unter Umständen auch nicht jemanden so schwer verletze, dass ich auch dann später noch dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, jetzt ist Anklage erhoben worden. Dann kriege ich die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft zugesandt. Und spätestens dann lade ich euch ein, wir können ein Gespräch führen und ihr könnt trotzdem sagen, ich will das alles nicht, dass das vor Gericht erscheint. Das ist immer noch eure Entscheidung, was ihr da betreibt. Erstmal frage ich, wie es euch geht. Das ist natürlich die erste Frage, weil manchmal sind es ganz andere Probleme, die euch belasten und nicht die Straftat. Es geht bei uns in erster Linie erstmal um eine Hilfestellung und zu klären, ob für euch irgendwas wichtig wäre, in dem Moment zu klären. Also sei es Stress in der Schule, sei es Stress zu Hause oder auf der Arbeitsstelle, Ausbildungsstelle. Ihr habt ja dann verschiedene Orte, wo ihr tätig seid und manchmal gibt es da so viel Stress, dass ihr eigentlich gar nicht in der Lage seid, sehr viele andere Sachen zu machen. Dann auch mal ganz kurz zu deiner Familiengeschichte. Lebst du, also bist du in Berlin geboren? Mhm. Und lebst zu Hause bei deinen Eltern? Bei meiner Mutter, ja. Bei deiner Mutter, okay. Wie alt ist deine Mutter? 45. Was macht die beruflich? Irgendwas mit Computertechnik. PC-Bereich. Hat deine Mutter sich wieder einen neuen Mann gesucht? Nee. Nee, okay. Und dein Vater eine neue Frau? Ja, aber die hat er schon lange. Also die sind schon lange getrennt und dann haben die sich okay, wie alt warst du denn, als sie sich getrennt haben? Boah, keine Ahnung. 5? Mhm. Und viele haben gewisse Hemmnisse, überhaupt uns anzusprechen, weil es immer mit Amt zu tun hat, die Botschaft, die kommen soll. Die Jugendlichen sollen einfach Zugang zu uns erhalten und eventuell mit unserer Hilfe halt den Weg in die rechte Lebenssituation wiedererlangen. Also der Richter will in der Verhandlung natürlich schon sehen, inwieweit ihr euch vielleicht mit dem Vorwurf, mit dem Tatvorwurf auseinandergesetzt habt und doch vielleicht eingesehen habt, dass das so nicht die richtige Vorgehensweise war, um halt irgendwelche Sachen zu regeln. Wenn du bemüht oder ihr euer Bemühen zeigt, dass ihr praktisch die ganze Straftat wieder gut machen wollt, dann wertet das der Richter meistens als ganz positiv. Ich sage, eine Entschuldigung sollte immer aus dem Verstand und aus dem Herzen kommen. Nur zu entschuldigen des Entschuldigungswillens. Es ist oftmals so, dass Richter dazu neigen, im Jugendgerichtsverfahren zu sagen, jetzt entschuldige dich mal bei dem. Das ist, könnte man Fäkalsprache verwenden, kann man sich auch vom Arsch klatschen, ob der sich entschuldigt oder nicht. Es ist aber wichtig, dass sozusagen die Entschuldigung ernst gemeint ist, wenn man sich entschuldigen möchte. Es kommt natürlich immer gut an, sich zu entschuldigen und würde auch im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs, was er glaube ich auch schon gehört hat, also auch eine gewisse Berücksichtigung finden. Kurz vor der Verhandlung, was ist die Aufgabe da als Anwalt noch? Kollegin Krotz und Müller sozusagen, was warten neben Sebastian jetzt noch? Ich schätze mal nicht so eine Aussage zu tun. Ja, also so eine Spaßarbeit. So rauszuhauen, ja, ich würde es immer wieder tun. Ich würde ihn nochmal über die überhaupt und so. Also halt mehr mit Anstand oder so. Also auch respektvoll den Richter gegenüber. Also die Richter sind Menschen, es sind keine Maschinen. Man gibt nicht ein. Fakt 1, Fakt 2, Fakt 3 und hinten raus kommt ein Urteil, 6 Monate auf Bewährung oder ähnliches, sondern der Richter ist ein Mensch. Wenn man es vermeiden kann, den Richter auch noch gegen sich aufzubringen, durch ein bestimmtes Verhalten, sollte man es wirklich sein lassen. Alles das, was Sie im Fernsehen mal gesehen haben, in diesen Gerichtsshows, das vergessen Sie alles. Das ist was fürs Fernsehen, das ist was für die Quote. Wir heute machen was richtig, so wird es richtig gemacht. Oh, guten Morgen. Treten Sie ein, Herr Dennis Schulz. Dennis, bitte hier vorne bei Ihrem Verteidiger Platz nehmen. Du schwänzt die Schule und der Alexander holt ein Messer hervor. Oder wie war das? Ja, hat das Butler für ein Messer gezeigt. Ich habe ihm das Messer dann
also mit dem Messer bedroht und gesagt, dass er sein iPhone rausholen soll. Darauf hat er nicht reagiert und Chelsea hat ihm eine Ohrfeige gegeben und die Ohrstöpsel rausgezogen. Jetzt sind ein paar Monate vergangen. Bist du mal zu dem hingegangen, hast dich mal erklärt oder entschuldigt für deine Tat? Nein. Also, ich bezwecke natürlich mit meiner Teilnahme hier an dem Rechtskundeprojekt, dass die Jugendlichen einerseits etwas mitnehmen aus der Gerichtsverhandlung, dass ihr Rechtsbewusstsein gestärkt wird. Es soll sich auch rumsprechen, was wir machen im Freundeskreis der Jugendlichen, dass sich das einfach verbreitet. Das, was hier passiert in der Gerichtsverhandlung, natürlich in der Hoffnung, dass man möglichst viele erreicht, dass die halt gesetzestreu in Anführungsstrichen bleiben und keine Straftaten begehen. Ich finde eigentlich, man müsste viel mehr Rechtskundeprojekte haben, viel mehr in die Schulen gehen. Das müssen nicht unbedingt Klassen sein aus Bezirken, wo es gerade Brennpunktklassen sein. Das können auch ganz normale andere Schulen sein. Das gehört eigentlich so ein bisschen auch zur Allgemeinbildung, unser Rechtssystem. Was passiert, wenn ich dies und jenes mache? Vielleicht zusammengefasst nur nochmal stichwortartig im Rahmen der Strafzumessung aus Sicht der Staatsanwaltschaft signifikant ist, also bedeutsam, in Person vom Angeklagten Dennis Schulz, dass der hier heute zumindest sich umfassend beständig gezeigt hat, sich einsichtig gezeigt hat und sich auch beim Geschädigten entschuldigt hat. Bei Dennis Schulz kommt zu seinem Nachteil allerdings dazu, dass er einschlägig belastet ist. Und nicht nur das, er hat auch im letzten Jahr, also wenige Monate vorher, einen Arrest vollständig in der Berliner Jugendarrestanstalt verbüßen müssen und das hat ihn offenbar überhaupt nicht davon abgehalten, wieder so eine Tat zu begehen. Das ist schon ein großes Alarmsignal aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Ihr habt Straftaten verübt. Alexander, mit dir fange ich an. Du hättest wissen müssen und hast es auch gewusst, dass du dir dieses Butterfly-Messer nicht hättest beschaffen dürfen. Du hast dich des unerlaubten Waffenbesitzes schuldig gemacht. Letztendlich hast du die Weichen gestellt für diese Straftat ohne das Messer. Wer weiß, ob die Sache passiert wäre. Die Frage ist, müssen wir jetzt hart reagieren, dich einsperren in die Arrestanstalt oder, ja, du schüttelst den Kopf, das kann ich mir vorstellen. Aber du musst jetzt zuhören. Müssen wir das machen oder können wir eher mit geringeren erzieherischen Mitteln rangehen? Bisher wisst ihr also nicht, ob das Gericht euch eine Bewährung erteilen wird oder nicht, eine Bewährungschance. Wir erteilen euch eine Bewährungschance und sagen, wir gucken euch jetzt mal 2 Jahre an. Wenn irgendeine Straftat passiert, in der Zeit ab heute, irgendeine Straftat, Schwarzfahren, kleiner Ladendiebstahl, Körperverletzung, Raub, darüber braucht man überhaupt nicht drüber zu reden, heißt das, dass ihr für die neue Straftat eine Strafe bekommt und 1 Jahr und 9 Und bei dir 9 Monate werden widerrufen. Das war das Urteil. Für das Opfer ist so diese Auseinandersetzung mit dem Täter und sich mit ihm möglicherweise an den Tisch zu setzen, bringt deutlich mehr als vor Gericht zu sein. Ich weiß nicht, wie du das gestern erlebt hast, Lukas. Vor Gericht ist man dann irgendwie als Opfer. Man sagt zwar, was passiert ist, aber man hat irgendwie keinen Einfluss mehr drauf, was passiert. Und diesen Einfluss habe ich aber als wirklich Geschädigter, sage ich mal, wenn wirklich genau so ein Täter-Opfer-Ausgleich oder so eine Wiedergutmachung stattfindet. Wenn man wirklich ernst meint mit einer Entschuldigung, weil man sagt, ich habe einen Fehler gemacht, kann man vielleicht demjenigen auch helfen, indem man bei der Diversion oder bei uns oder so mal in Ruhe spricht und sagt, ey, scheiße, wie blöd war ich denn gewesen, ja? Muss dir keinen Kopf mehr machen. Wenn wir jetzt nächste Woche in der Schule wieder zurück sind und die Schüler gefragt werden, sag mal, wo wart denn ihr letzte Woche? Dann, dass die dann sagen, wir haben da so ein Projekt gemacht und man plötzlich doch merkt, die wachsen dadurch ein bisschen zusammen. Also die verbringen die Zeit anders, die unterhalten sich anders, sie merken irgendwie, dass in der Gruppe eine ganze Menge Beziehungsarbeit dadurch auch geleistet wurde, völlig unabhängig vom Thema. Und dass sie immer in irgendeiner Weise was dann mit nach Hause nehmen aus so einer Woche, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so abfragbar ist in dem Sinne.